Ich mach grad den Greedy, Mann, let's go. In diesem Video spielen wir Lethal Company, aber in Minecraft. Lethal Company ist ein lustiges Horrorspiel, was seit einigen Wochen, Monaten sehr, sehr im Hype ist. Unsere Aufgabe wird sein, mit unserem Raumschiff auf einen alten, verlassenen Planeten zu reisen, wo wir eine Mansion ausfindig machen müssen. In dieser finden wir Wertgegenstände, welche wir zurück aufs Raumschiff und zu unserer Firma bringen müssen, damit wir unseren Job behalten können. Der Haken an der ganzen Sache ist, der Planet, als auch die Mansion, ist mit gefährlichen Monstern verseucht. Ihr könnt euch mit der Kapitelfunktion durch das Video leiten. Am Ende des Videos zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze auch selber spielen und installieren könnt. Welcome to your first day on the job. Das ist unser Raumschiff. Wir sind gelandet. Und jetzt raus auf dem Planeten. Ich glaube, wir sind in einem Mesa-Biom. Digga, ich glaube, wir sind auf dem Emerald Moon, Bro. Wir sind auf einem anderen Planeten. Was für ein Mesa-Biom. Ah, schau mal. Hallo. Ja, oh mein Gott. Oh! Haben wir keine Taschenlampen, Mann? Wir haben keine Taschenlampen. Nicht rausnehmen. Hä? Das ist jetzt doof, dass du es rausgenommen hast. Ich hab's nicht rausgenommen. Uhu. Ich könnte mir vorstellen, wenn die das jetzt tot sind. Mach du. Oh Mann, Digga, ich sehe halt nichts. Wow, wie groß. Oh mein Gott, schaut, was ich habe. hallo. Weißt du, wo ist Pommes? Wo hast du? Der ist gestorben. Oh, sehr schön. Ich habe 2 Dinge sogar gefunden. Ja, ich habe 4 Dinge gefunden. Was sagst du jetzt? Oh. Okay, das hat schon mal, denke ich, ganz gut funktioniert. Wir sind alle unversehrt. Wir haben keine Verluste. Ja, keine. Okay, was ist das hier? Das ist ein bisschen Psychose in meinem Kopf. Ah, okay. Wo ist die Company? Ah, hier. Ich hab's gefunden. Ja. Schau mal hier. Oh, hier sind Items. Oh mein Gott. Hey! Hey! Ich mag Monster. Ohne den ist es nicht lustig, ehrlich. Wenn so random ein Monster um die Ecke... Ich dachte gerade, Leute. We are the company, the company, the company, the company, the company, the company. Boah, wir haben einige Items jetzt, ne? Wir haben 4 Sachen. Ich hab jetzt nochmal 4. Bist da? Ist es ein Monster? Oh mein Gott! Renn! Ich bin raus! Das war ein Monster? Das war bei mir ein Armor-Stand. Ist es das? Oh Lord, das ist es. Scheiße! Es kommt! Hilfe! Was für ein Vieh ist? Was? Das, was du angucken musst, damit das nicht auf dich zugeht. Ach so, das? Oh shit. Nein, fuck, das war's. Verpiss dich, du Hund! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Nein! Hä? Okay. Stell dir vor, die fliegen jetzt einfach schon weg. Ohne mich. Ich hab's geschafft! Leute? So, alles hier reintroppen. Starten. Ja. Lol. Oh, Junge, was ist mit euch passiert, ey? Wir müssen jetzt nämlich nur die Items einmal verkaufen. Zur Company, zum Chef bringen. Genau. Sicher, dass wir hier arbeiten, Digga? Ja, das ist unsere... Ach, warte mal. Genau, einfach hier reinlegen und so. Weg davon. Weil, wenn ihr zu nah dran steht, dann nehmt euch das Vieh auch mit rein. Vieh? Meinst du unser Chef, oder? Ja. Und jetzt sehen wir hier nämlich unser Geld. 841 haben wir jetzt schon an Wert. Das ist sehr gut. Oh, wir sind rich. Wir sollten weggehen und selber eine Firma gründen. Also 106 ist die erste Quota quasi. Also das erste, was wir bezahlen müssen. Für Moons and Moon. Jetzt geht's weiter so. Dahin ist es. Da hinten. Ja, okay, das ist einfach diesmal. Lass mal alle zusammenbleiben diesmal. Wenn du mich nicht einfach wieder zurücklässt. Bin mir nicht sicher, ob's. Nee, das sieht mir irgendwie ein bisschen würde gefährlich nicht aus. Runtergehen. Wer will das Jump'n'Run machen? Oha. Das ist easy. Ich mach das Jump'n'Run. Ist nicht schwer. Ja. Habt ihr das beim letzten Mal nicht. Oh, Scheiße! So, Leute, und jetzt probiere ich nämlich was anderes aus. Soll ich es auch nochmal tryen? Nee, lass lieber. Ich pack das hier nicht allein, Digga. Okay, dann machen wir weiter. Ich höre Stimmen. Ich höre oh Gott, was Stimmen. Ist das? Maschinengewehr? Au! Ja, das ist ein Maschinengewehr. Kann ich mich hier durchsneaken? Ja. Ich weiß nicht, wo die jetzt hingehen. Hier waren wir schon, ne? Hier haben wir alles abgesucht. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich sowieso so fast tot bin,
Oh mein Gott. Ey, da ist irgendwas. Ey, da ist ein großes Mann. Oh, scheiße. Bruder. Was? Was bist du? Betrayer zum Beispiel. Kam ich jetzt hier wieder raus? Warum bin ich eigentlich immer alleine? Was war das eigentlich für ein creepy Ding? Sind wir alle gestorben? Was? Wir sind alle gestorben. Ich war hey, wanted. Ich hab mir Mühe gegeben. Ich dachte mir so, okay, lauf einfach. Der Typ ist einfach gerade hinter dir brutal ermordet worden. Dann kam das Ding auf einmal wieder, als ich gerade losrennen wollte. Digga, was? Okay. Stark, Leute. Hat mich gekillt. Stark. Weißt du, wie wär's, wenn du das Jump'n'Run einfach hingekriegt hättest, ne? Ja, wollte ich gerade ja, sagen. Hä, stark, ja. Ja. Es war irgendwie, keine Ahnung, ich bin nicht gesprungen, es hat gelaggt, weißt du, glaube ich. Ah, ja, doch. Yes, the time of my life. Hier fehlt jemand. Was gefunden. Ah, strong. Oh, ich habe auch was gefunden. Diese scheiß Trompete, Digga, oder Hupe, oder was auch immer, Alter. Wieso findet er das immer als ich erstes, immer Mann? Ich finde die immer. Du kannst mir gar nichts. Immerhin weiß ich jetzt virtuell alles. Immer der Trompete, ne? Immer der Trompete, ne? Immer der Trompete, ne? Warte, ich probier das Jump'n'Run, Das ergibt jetzt aber gar keinen Sinn, ne? Weil du kannst außen rumlaufen. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, er hat's geschafft, oh mein Gott. Habt ihr diese große Ding da aus diesem runden Podest da schon rausgenommen? Nee. Aber weil hier ist keins mehr. Okay, das ist was? Dann toll, wir müssen jetzt hier wieder zurück, by the way, ne? No. Scheiße! Der ist weg! Jetzt du. Stark. Cool. Jetzt muss ich's alleine machen. Draußen bin ich. Ich hab's geschafft. Ich geh einfach zurück jetzt. Hab ich Lust, die Brücke zu benutzen? Nee, ich baue mir meine eigene Brücke. Warum? Was ist jetzt passiert? Stark, was ist passiert? Du wurdest vom Blitz getroffen. Ernsthaft? Ja! Nice. Wir haben die Quote bis jetzt... Ah, wir haben sie doch noch gerade so erreicht. Das haben wir schon mal gemacht. Ah, da bist du am Anfang ja gestorben. Ja, weil ich gekickt wurde. Ja, du bist einfach gestorben. Mach schneller. Nein, oh mein Gott. Ach, das war knapp. Naja, hier haben wir noch Stuff. Wir haben noch den Stuff vom letzten Mal hier liegen. Okay, das ist... So. Aloha. Wollen wir mal da runter? Ich geh mal da runter. Ach komm, no risk, no fun. That's our motto. Nein! Ja, ist tot. Ja, hier geht's nicht weiter, das war jetzt eine Sackgasse. Aber auch stark. Ist das dumm. Okay. Oh mein Gott. Nein, halt's Maul. Sind die alle dumm? Ach du Scheiße, das ist ja geisteskrank, Digga, what the fuck. Ja, immerhin habe ich den Stuff ein bisschen gesaved. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Jetzt ist er alleine. Er weiß nur nicht, wie er zurückfliegt, glaube ich. Was ist das? Mach es aus! Alter, ja. Was war das gerade für ein Sound? Wie creepy. Ja. Du hast es ja geschafft, allein das Schiff zu starten. Ich bin stolz auf dich. Also, diese Leiter nach unten nehmen wir nicht nochmal. Ich glaube, der Server laggt bei mir ein bisschen. Allein ist das ja wirklich Horror. Mann, wo kamen wir her? Ich will nicht. Ich habe Angst. Schmerzen. Ich will nach Hause. Ich habe Geräusche. Oh mein Gott, Digga! Geil, Junge, vor allem noch dieses Oh-Oh! Und zack! By the way, wir haben unsere Quota nicht erfüllt, wir müssen jetzt trotzdem zur Company. Wir opfern uns alle. Meinst wenn du? Wir den Knopf drücken. Weiß nicht. Geh mal weg vom Knopf. Was? Oh. Hat's provoziert. Ja gut, dann sind wir fein raus. Oh. Jetzt ich.
Um nun die Leafy Company Map in Minecraft selber spielen zu können, klickt ihr erstmal auf den in der Videobeschreibung verlinkten Link. Dabei kann eine Warnung kommen, doch ich kann euch vergewissern, der Link ist sicher. Wenn ihr dann also auf den Link geklickt habt, landet ihr auf der Dropbox Website und dann geht ihr einmal hier oben rechts auf Herunterladen. Dann speichert ihr es erstmal an einem beliebigen Ort. Hauptsache ihr findet es gleich wieder. Ich speichere es jetzt einmal unter Downloads. Nun sucht ihr in der Suchleiste unten Prozent, AppData, Prozent. Dann geht ihr auf den Minecraft-Ordner und sucht nach dem Ordner Saves. In dem Ordner Saves fügt ihr dann diese Leafy Company ZIP-Datei ein. Dort klickt ihr dann einmal Rechtsklick drauf und tut diese Datei entpacken. Nun entpacken wir die ganze Datei und wir haben den Leafy Company Ordner. Wichtig zu erwähnen ist, dass es sein kann, dass ihr hier in diesen Leafy Company Ordner nochmal reingehen müsst und dann hier raus nochmal eine weitere Leafy Company Datei findet und die müsst ihr dann einfach in Saves reinziehen. Also manchmal ist das nochmal doppelt verpackt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.